Herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Ich bin Mels Manga World und wie ihr sehen könnt, bin ich hier in einem anderen Setting. Deswegen muss ich auch noch ein bisschen trainieren, hier in die Kamera zu schauen. Ich habe mir nämlich jetzt eine Webcam gekauft. Der liebe Kuroko hat mir eine empfohlen. Und ja, dass ich einfach ein bisschen aktiver Videos aufnehmen kann. Einfach mal mich hinsetzen kann vor meinem PC und über Manga reden. Und Sachen auszupacken, ohne dass ich das erstmal von meinem Handy auf den PC schieben muss und hin und her. Und dann hatte ich auch keinen Bock, und also dass ich das dann drüber schiebe. Dann hat sich das sehr, sehr verzögert. Deswegen würde ich sagen, wir fangen an mit einem riesen Haul. Ich habe hier mein Monatspaket. Ich habe sehr, sehr, sehr viel diesen Monat. Deswegen fangen wir aber trotzdem mal mit Thalia an. Mit Thalia. Und da habe ich nämlich einen vorbestellt. Ja, wir haben als erstes Heartstopper, Leute, von Alice Oseman. Das ist der vierte Band. Ihr könnt ihn hier sehen. So sieht er aus. Das ist der Spine. Ich finde den so schön mit dem Gelb und ich liebe Heartstopper. Und ja, da habe ich mir jetzt auch Hoodies von gekauft. Weil ich liebe Heartstopper einfach. Ich liebe die Netflix-Serie, ich liebe den Comic. Ich habe mir jetzt auch die Romane dazu gekauft. Und es ist halt einfach sowas von Zucker. Und ich glaube, hier passieren jetzt einfach schon Dinge, die schon ziemlich, ziemlich tiefgründig sind. Es werden härtere Themen angesprochen, Mobbing. Es geht um Essstörungen. Viele wissen vielleicht, ich hatte eine Essstörung bzw. habe eine Essstörung und dementsprechend ist das halt ein Triggerpoint für mich. Also Leute, wenn ihr damit Probleme habt, solltet ihr erstmal überlegen, ob ihr es vielleicht lassen solltet oder halt einfach in Begleitung, ja, mit Bedacht dieses Werk zu lesen. Ich finde es auf jeden Fall großartig. Auf den vierten Band freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Das sieht einfach so schön aus mit der Farbgebung hier. Lest ihr eigentlich Heartstopper? Nun geht's weiter mit dem großen Paket. Da habe ich einmal Verpackungsmaterial. Okay, das lege ich jetzt nicht dahin, wo ich eigentlich die Manga hin platzieren wollte. Verzeiht mir, wenn ich irgendwo hingucke, wo ich nicht hingucken sollte. Oh je, meine. Oh, die Manga hat's aber. Da habe ich schon gesehen, dass ein Manga in einem anderen Manga drin war. Kritisch, kritisch. Oh. Necke. Ich hasse was. Ich hasse was. Wir haben ein Zeichen der Zuneigung von Sumo Rishita, der sechste Band. Auf jeden Fall ein Zeichen der Zuneigung. Ich finde das Cover so, 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 so schön. Es ist so, so hübsch. Und ich liebe ja Sumo Rishita. Ich liebe einfach die ganzen Geschichten von ihr, beziehungsweise von dem Duo. Und ein Zeichen der Zuneigung hatten wir auch besprochen auf der Konichi Couch. Und ich freue mich sehr, wie es hier weitergeht. Ich fand jetzt, in dem letzten Band hat es vielleicht noch ein bisschen stagniert, aber die Geschichte macht trotzdem richtig Spaß. Ich lege den jetzt aber mal irgendwie ein bisschen zur Seite, dass ich sagen kann, okay, falls der irgendwie beschädigt sein sollte. Dann haben wir weiter von Altreverse, Im Namen der Meerjungfrau, der dritte Band. Ja, da war jetzt der andere Manga drin, aber hier scheint jetzt nichts passiert zu sein, weil der halt in dem anderen drin gelegen ist. Und ich muss sagen, ich wollte den Manga am Anfang gar nicht anfangen. Dann habe ich ihn ja gekauft und ich war voll irgendwie im Flow drin. Mir hat es richtig gut gefallen und deswegen hatte ich ja Band 2 gekauft und jetzt ist Band 3 da. Ist an einem schicken Grün. Ich finde, das sieht so schön natürlich aus und ich finde, er sieht auch so toll aus. Der Zeichenstil ist wunderschön, kostet 7 Euro. Ist Fantasy 13 Plus. Es sieht wirklich, wirklich sehr schön gezeichnet aus. Ich kann euch was zeigen vom Zeichenstil. Also, es ist halt echt ein Träumchen. Genau so kann man es sehen. Und dann kann ich euch kurz noch was zeigen von Ein Zeichen der Zuneigung. Ist alles, wie gesagt, ein bisschen chaotisch jetzt noch. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und so von den Zeichnungen her ist das halt echt, echt schick. Genau. Dann habe ich ein Werk von Crunchyroll. Da freue ich mich so drauf, weil ich das mit dem Leben Manga-Paradies zusammenlese in einem Partner-Read. Da freue ich mich schon so drauf. Meisterdetektiv Ron Kamonohashi von Akira Amano. Und da freue ich mich schon so drauf, Leute. Also,
Ich weiß nicht, ich liebe ja Detektivgeschichten. Ich habe schon von vielen gehört, dass sie sich da jetzt irgendwas anderes drunter vorgestellt haben. Ich habe jetzt ein bisschen Angst davor. Es ist ein Mystery-Titel, kostet 7,50 € und ja, hier geht es halt, wie gesagt, um einen Detektiven und eigentlich liebe ich sowas, ja. Aber wenn das irgendwie zu comedy-lastig wird und sich nicht so ernst nimmt, dann weiß ich halt nicht, ob es mir so zusagt. Auf jeden Fall haben wir auch ein Ausklappposter, glaube ich. Und von den Zeichnungen her ist es eigentlich auch recht schick, wie man sehen kann. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen Angst, aber ich will jetzt hier keine Vorurteile haben. Und dann geht es weiter mit einem Manga, den ich eigentlich gar nicht kaufen müsste, aber ich ihn trotzdem kaufe. Nämlich Blue Spring Ride, den zweiten Band, beziehungsweise den zweiten Doppelband von Iosaki Saka mit einem wundervollen, wundervollen, sagen Sie, wunderschönes Cover. Ich habe ja Blue Spring Ride vollständig schon die ganze Zeit, weil Iosaki Saka mein Lieblings-Shoujo-Mangaka ist. Dementsprechend natürlich. Kostet 10 € Romance 15 plus. Aber ich wollte sie eben unterstützen und ich feiere es, dass es neu rauskommt. Die Farbseiten sind dementsprechend auch vorhanden. Iosaki Saka, meiner Meinung nach, wie gesagt, meine liebste Mangaka, wenn es um Shoujo geht. Wir haben hier, oh, hier haben wir Ko. Oder Kuro, viele mögen ihn ja nicht. Ich liebe diese Reihe. Sie war eine Zeit lang mein liebster Manga. Mittlerweile ist es Vagabond. Aber so vom Shoujo-mäßigen mag ich eben Blue Spring Ride richtig gerne. Shoujo-mäßigen ist es auf jeden Fall meine liebste Reihe. Und ich kann auch auf jeden Fall sagen, dass es ein wundervolles Rückenbild geben wird. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Dann haben wir, der wurde ja eine Zeit lang verschoben, der erste Band von Sword Art Online Progressive, Barcarolle of Froth. Ist Action 13 Plus, kostet 7,99 €. Und ja, es ist Sword Art Online. Es ist meine Kindheit. Ich liebe Asuna. Ich fand die Progressive-Reihe richtig stark. Die mochte ich total gern, deswegen bin ich hier mal sehr, sehr gespannt. Ich habe aber eigentlich gar keinen Plan, um was es da jetzt wirklich geht. Bin ich ganz ehrlich, aber die Zeichnungen, die sind schick. Die sind so wie in Progressive, das gefällt mir, weil in 1 Grad waren die, also das kann man nicht als Zeichnungen bezeichnen, das war eine Zumutung, wirklich, das war eine Zumutung. Also ich werde auf jeden Fall berichten, ich habe keine Ahnung. So, dann geht es weiter mit einem Schätzchen, auf das ich mich so gefreut habe. Ein bisschen eingedellt, aber das ist nicht schlimm. Der zweite Band von Mixed Up Best Love von Egmont. Die Zeichnung von Haruko und die Story von Wataru Hinekura. Und Leute, der erste Band, der war sowas von grandios, der war super cool. Das Ende war auch fantastisch. Ich werde es nicht vorwegnehmen. Ach, das war toll. Es ist Romance, kostet 7,50 € und da gibt es jetzt auch schon ein paar Bände und von so vielen Leuten höre ich aber nur Positives. Die Zeichnungen sind auch super schön, sehr, sehr sanft. Ich feiere es und ich freue mich so auf den zweiten Band. Ich glaube, das wird auf jeden Fall sofort gelesen. Dann, ich bin jetzt auch dabei mit dem 17. Band von Rental Girlfriend. Alle haben ihn schon gelesen. Jetzt bin ich auch mal am Start. Wir haben die Ruka vorne drauf. Die mag ich ja gar nicht. Und ich habe schon mitbekommen, dass hier jetzt ziemlich im letzten Band hat sie jetzt wieder, war sie wieder ein Störfaktor. Ich hoffe, dass sie jetzt in diesem Band, ich will mich jetzt auch nicht spoilern, nicht so oft vorkommt. Ich mag Ruka einfach gar nicht. Amami ist noch schlimmer. Ich bin Team Shizuru und Sumi. Aber ja, die Reihe ist halt einfach schwierig. Die geht jetzt schon so lang und das Ende steht da jetzt scheinbar fest. Aber was ist ein befriedigendes Ende für so viele Mädels? Wird es nicht geben. Vor allem, weil jeder irgendjemand anderes toll findet. Dann habe ich Demon Slayer, die Light Novel Blume des Glücks, mir gekauft. Richtig cool. Light Novel. Mal schauen, wann ich die lese. Kostet 14 € Action 13 plus von Manga Kalt. Warte mal, die lese ich jetzt von vorne. Umstellung.
Ich habe auch, wie gesagt, gar keine Ahnung. Ich habe aber von vielen gehört, dass die ganz cool sind. So, oh, es hat eine Farbseite. Oh mein Gott, wie schön. Was super schön aufgemacht. Super schön. Ich finde es auch cool, dass es in einem Großformat ist irgendwie. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es gebraucht hätte, aber es ist doch ganz schick. Weiter geht's. Wir haben noch einiges vor uns. Ich habe Boys Abyss Band 6 von Ultraverse mit einem wundervollen Cover. Es tut mir leid, ich schaue irgendwie den Manga selber auf dem Bildschirm an, weil ich ihn gerade selber bewundern muss. Wie gesagt, verzeiht mir, das ist alles vielleicht noch ein bisschen komisch. Meine Haare total verstrubbelt, es regnet draußen, ich kam vor der Arbeit, ist egal. Hauptsache, ihr habt mehr Videos, ich habe viel Spaß am Manga auspacken, ist alles besser. Von Ryo Mininami und die letzten Bände. Da muss ich echt sagen, ich bin mir da nicht so ganz mehr sicher. Da habe ich auch schon mit ein paar Leuten drüber geredet. Es hat wirklich harte Themen. Also wirklich Trigger-Themen mit Selbstmord und alles Mögliche, die wirklich, wirklich tiefgründig sind, auch mit Missbrauch und alles Mögliche. Und irgendwie weiß ich nicht, das hat irgendwie so ein bisschen den Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, ob das das doch ganz ernst nimmt. Oder wohin die Geschichte will. Es ist nämlich ein Slice of Life 16 Plus Titel für 7 €. Ich lese ihn super gerne. Und wenn ich ihn lese, unterhält er mich auch. Aber es ist halt irgendwie so, was ich lese, finde ich irgendwie an sich grausam, aber ich kann nicht aufhören zu lesen. Irgendwie so würde ich das beschreiben. Ich will es nicht mit einem. Den Satz finde ich so schlimm, wenn Leute sagen, es ist wie ein Unfall, man kann nicht weggucken, so. Das finde ich schlimm. Den Satz finde ich grausam. Das beschreibt es irgendwie schon ein bisschen. Dann haben wir Postkarten. Ohne dich geht es nicht. Da bin ich mir auch so unglaublich unsicher. Da habe ich den ersten Band ja gelesen. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ging mir alles viel zu schnell. Das ging mir alles einfach viel zu schnell. Dann haben wir hier endlich einen neuen Inuyasha-no-Band, nämlich Dead Dead Demons Destruction Band 10. Ich liebe diesen Namen. Das macht so Spaß. Das ist so cool. Ach ja. Ich muss ja sagen, das ist jetzt Band 10. Band 9 und 8 habe ich gar nicht mehr gelesen, weil ich sowieso von vorne anfangen muss, weil ich das halt einfach am Stück lesen möchte. Und deswegen warte ich jetzt, bis alle da sind und habe dann den ganzen Spaß halt am Stück. Weil wenn ich jetzt weiß, ich muss es sowieso nochmal lesen, dann bringt es halt irgendwie nicht so viel, dass ich das dann mir jetzt schon vorwegnehme und mich dann irgendwie schon zum Teil spoiler. Aber Inuyasha, ja, es gibt noch so ein paar Einzelbände, die ich unbedingt brauche. Die sind so vergriffen. Die sind so vergriffen. Dann. Oh mein Gott, ich habe so viele Sachen vergessen, die hier drin sind. Mein absolutes Highlight ist Mars Band 2. Band 1 fand ich so toll. Oh, warum so gerade meine Highlights kaputt? Aber das ist mir jetzt nicht so dramatisch. Von Fuyumi Soyo. Und Band 1 war so, so gut. Es war so gut. Also ich kann euch das wirklich empfehlen. Es war tiefgründig. Die Charaktere haben Kanten. Die haben Kanten. Die sind nicht glatt. Die sind nicht perfekt. Die da hat seine Charakterentwicklung. Und die Zeichnungen sind zwar natürlich älter, weil die Geschichte halt auch ein Stück weit älter ist, aber ich fand sie trotzdem so schön. Und die Charaktere, wie gesagt, haben ihre eigenen Probleme. Sie müssen damit klarkommen. Es gibt Tiefgründigkeit hier. Und ja, die Zeichnungen sind wie gesagt gewöhnungsbedürftig. Ich finde sie ultra schön. Oh, warte mal, welche Hand muss ich wegnehmen? Das spiegelt verkehrt. Das Bild hinten gefällt mir zum Beispiel nicht. Das sieht irgendwie. Also, wer ist jetzt nicht so meins? Aber Mars ist wirklich eine Reihe, auf die ich mich so freue. Es hat halt einfach richtig, richtig spannende Themen angesprochen schon und da bin ich halt Feuer und Flamme für. Dann ein weiterer Titel, den wir auf der Konichi Couch angesprochen haben. Jetzt habe ich hier endlich, endlich, endlich Band 3 von Insomniac After School, der zum Glück nicht kaputt ist. Wie rum muss ich ihn halten? Okay. Oh, haptische Elemente. I like. Sehr schön. Der dritte Band. Und
Da freue ich mich schon drauf. Viele haben gesagt, sie wissen gar nicht mehr so wirklich, was sie davon halten sollen. Ich finde, die Reihe ist einfach super schön. Sie bricht meiner Meinung nach so ein bisschen aus diesem Schulalltag aus. Sie geht auch mal raus, Sterne anschauen und ja, ich bin super gespannt. Das ist ein Slice of Life, Titel 7,50 Euro. Und in der ersten Flagge hat es, leuchtet das hier, glaube ich, von Carlsen, habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Und ich freue mich. Dann haben wir Kaiju Number 8, die Limited Edition. Ich habe mir die Limited Edition gekauft, weil ich wollte die Limited Edition. Das war es eigentlich, das war der Grund. 8,50 Euro hat die gekostet, ich weiß jetzt nicht, ob die Limited Edition teurer ist, ich vermute schon. Ich mache sie jetzt nicht auf. Es gibt ganz, ganz viele Videos, wie die aufgemacht wird und wie die Aufmachung dann aussieht und alles. Vielleicht kann ich euch irgendwas verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Es ist eine Actionreihe, 16+. Aber ich finde, es sieht cool aus. Das ist mal eine richtig gute Verpackung. Es ist halt wirklich sehr fest. Aber wie gesagt, ich kann absolut nicht sagen, was es geht. Ich weiß nur, dass es vielen Leuten schon gefallen hat und dass sie sehr hyped sind. Ich bin auch hyped. Aber auf was bin ich jetzt noch hypter? Auf von Carlsen. Can't Stop Cursing You. Den wollte ich schon zum 1000. Mal auf Englisch anfangen. Also ich war wirklich oftmals wirklich kurz davor, weil ich das Cover so ultra schön finde. Und es ist halt ein Thriller-Titel. Und auch von hinten ist empfohlen ab 16, 7,50 Euro. Sieht so cool aus. Deswegen, ja. Hier, ein Schüler schließt mit einer Fluchgottheit einen Vertrag ab und verübt Morde an seiner Schule. Allein als ich das schon mal gehört habe mit Mördern und Flüchen und was auch immer mit einem Detektiv, da hat man mich halt eigentlich immer. Und deswegen, hier, Can't Stop Cursing You. Ich bin total gespannt. Wie gesagt, ich habe es nicht gelesen. Logischerweise habe ich das Paket gerade geöffnet, habe ich alles nicht gelesen. Bei mir kommt, wie gesagt, alles auf einmal. Deswegen ist ja nicht so, dass ich die Titel wegen der Schule jetzt vom letzten Monat noch nicht mal alle gelesen habe. Aber jetzt kommen schon wieder neue. Ein Highlight von mir, ebenfalls von Ultraverse, haben wir Arata und Shinyu. Bis dass der Tod sie scheidet, Band 4. Mit einem wunderschönen Cover in Gelb-Weiß. Ich liebe ja mittlerweile Gelb. Früher habe ich Gelb gehasst. Mittlerweile liebe ich es von Taro Nogizaka. Ja, kostet 10 Euro, Mystery 16+. Und der dritte Band war auch wieder richtig gut. Und die Zeichnungen, die sind so, so stark in der Mimik. Ich finde die auch richtig gut. Es ist ja vom Ghost Tower Mangaka. Und Ghost Tower ist ja einer meiner liebsten Manga, weil sie so ein bisschen Thriller sind und Horror. I love it. Und ja, viele mochten hier die Gespräche zwischen den beiden nicht. Manche haben es abgebrochen. Ich finde es großartig. Ich weiß, dass Lector bzw. Alex die Reihe sehr mag. Ich auch. Ich auch. Das ist jedes Mal mein Highlight. Und es ist halt einfach so, es geht eben darum, sie ist halt eine scheinbare Serienkillerin und sie ist halt eingeknastet. Und er besucht sie und will eigentlich, ich will nicht, ach, das darf ich nicht sagen, sonst spoiler ich. Also er besucht sie und er muss halt gewisse Sachen rausfinden. Und es gibt ja solche Gesprächszeiten und dann wirst du bewacht von der Polizei und dann bist du hinter Glas und so. Und die unterhalten sich eben. Und dann kommt es eben dazu, dass er ihr sagt, dass er sie heiraten möchte, weil er so irgendwie ihr Vertrauen gewinnen möchte. Und dann geht es so hin und her. Und ob sie wirklich schuldig ist oder ob sie es vielleicht dann doch nicht getan hat. Es ist mega. Mega, mega. Jetzt habe ich hier schon Angst, dass hier Sachen kaputt gehen. Deswegen lege ich es jetzt mal woanders hin. Dann. Ah, oh, der ist auch beschädigt. Das dunkelgraue Chamäleon Band 3 von Egmont. Der wurde ja verschoben und mittlerweile ist er da, logischerweise. Ich habe ihn in meiner Hand. Von Akira Kazugai. Und es ist ein Action-Titel, kostet 12 Euro. Und da fand ich das. Oh, das schaue ich hier auch kaputt.
Aber das denke ich mal, es kann mir halt überall passieren, ne? Wenn ich überall bestelle, ist egal. Okay. Außer es ist jetzt mal irgendwie ein richtiger fetter Schaden. Ich finde hier, die Geschichte ist ja sehr brutal zum Teil. Also finde ich cool, aber es geht halt um eine Auftragskillerin und die ganze Action da drin ist schon blutig und brutal und hätte ich zum Teil gar nicht so erwartet. Auf jeden Fall sehr spannend und die Qualität von dem Großformat ist super gut von Egmont. Also das dunkelgraue Chamäleon kann ich auch empfehlen, auf jeden Fall. Dann geht es weiter mit. Ich habe den voll vergessen, als ich den bestellt habe. Von Inyale und Diviela von Kamome Shirahama. Das ist, glaube ich, die Atelier Witchhead Mangaka. Das ist der erste Band. Und da bin ich mir so unsicher. Also, ich habe ihn mir gekauft wegen Atelier Witchhead. Sieht man. Gott, wo muss ich ihn zeigen? Ich zeige einfach so. Da haben wir das Shikishi. Oh, das sieht aber hinten schon so cool aus. Das sieht echt cool aus. Es kostet 7,50 €, ist ein Comedy und das habe ich jetzt gerade erst geschrieben. Wieso Comedy? Wieso nicht Fantasy? Fantasy! Och Mann, ich hoffe, es gefällt mir. Ich habe mit Comedy wirklich Probleme. Ich hoffe einfach mal, weil es die Atelier Witch Mangaka ist, dass es gut ist. Ne? Das ist jetzt doof gelaufen. Gott, es wird nicht weniger. Dann haben wir den dritten Band von Starving Anonymous von Egmont. Und der ist auch eingeschweißt. Es ist so krank, was da teilweise drin passiert. Band 2 fand ich besser als Band 1. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Das ist ein Horrortitel ab 18, kostet 8 €. Und er ist wirklich. Er ist gut, aber krank. Und ich weiß nicht, ich habe ein paar Leuten schon drüber geschrieben. Manche fanden es gar nicht gut, manche fanden es richtig gut. Ich finde es auch richtig gut, weil ich Horror liebe. Aber es ist schon ziemlich abgefuckt, ne? Also, ja. Ich weiß ja nicht. Ihr könnt mir, wie gesagt, in den Kommentaren alles mitteilen, wie euch die ganzen Reihen gefallen. Dann ein Titel, auf den ich mich auch schon so lange gefreut habe, nämlich den sechsten Band, der auch beschädigt ist. Ich sag's am besten gar nicht mehr, dass ich mich drauf freue. Dann sind die auch nicht beschädigt. Monstermäßig verknallt von Speak Aoki Band 6. Den habe ich ja damals auf Englisch angefangen. Kaufe ihn jetzt auf Deutsch weiter. Hat noch das Kasee-Logo. Super schöner Spine. Kostet 7 € und ist Romance. Und ich liebe diese Reihe. Die ist voll besonders. Also unsere Protagonistin kann sich hier, also kann sich, also sie verwandelt sich halt in gewissen Momenten hier in dieses Monster und unser Protagonist, also der, mit dem sie halt anbandelt, der weiß es halt nicht und sie möchte halt auch nicht, dass es rauskommt, aber die Zeichnungen sind halt wirklich sehr, sehr schön, so wie man es halt von Speak-A-Rookie, von Beast of Abigail gewöhnt ist. Es ist zuckersüß gezeichnet. Ich freue mich sehr drauf. Ich sag, ich hätte nicht. Ich hätte nicht. Ich darf auch nicht denken, dass ich mich drauf freue. Ist auch beschädigt. Hä? Was ist das? Da ist. Sieht man das? Die Seite ist irgendwie kürzer und eingedellt. Sieht man das hier? Hä? Also man sieht es halt auch hier voll. Was ist da passiert? Also Hauptsache, es war so eine Karte drin, die mir den Manga empfiehlt, den ich eh kaufe. Also sowas lege ich immer irgendwelchen Leuten ins Paket rein, dass sie dann die Reihe kennenlernen, weil ich kenne sie ja. Ich finde die Karten cool, aber wenn das jetzt hier meinen Manga zerstört, finde ich das nicht so cool. Das ist eben die Mangaka von Dawn of Arcana. Und ich liebe Dawn of Arcana. Es ist so eine 10 von 10 gewesen. Und spielt im selben Universum. Und die Zeichnungen sind mega schön. Die Geschichte ist gut. Es ist Fantasy. Kostet 7 €. Es hat auch noch das Kasee-Logo. Und
Es spielt, wie gesagt, im selben Universum. Es macht ultra Spaß und ich bin mal sehr gespannt, in welche Richtungen es hier noch geht, ob es wirklich in die Richtung Romance geht oder ob es dann Richtung Dawn of Arcana geht. Ich bin einfach so gespannt. Ich bin gespannt. Jetzt haben wir hier noch den dritten Band von Vampire Knight von Carlsen in der Pearl Edition. Da, upsala, da freue ich mich auch drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass die Reihe mir so gut gefällt. Es ist Showmans. Ziemlich verstaubt. Kostet 11 Euro und hat auch am Ende ein echt schönes Rückenbild. Und bei Vampire Knight dachte ich halt echt so, nee, das ist nichts für mich. Aber irgendwie die Nanny hat mich irgendwie drauf gebracht und dann irgendwann wollte ich es auch haben, wollte es einfach mal ausprobieren und hat es mir echt gut gefallen und mittlerweile bin ich irgendwie der Reihe ein bisschen verfallen und freue mich auf jeden Fall sehr, sehr doll aufs Lesen. Dann, wir haben es wirklich gleich geschafft, oder? Außer es kommt plötzlich noch eine Schicht, die ich nicht sehe. Oh Gott. Wir haben den dritten Band von Lone Wolf and Cubs. Richtiger Schinken, also es ist größer als mein Kopf. Es ist sehr, sehr dick, wenn ich das mal mit einem normalen Manga vergleiche. Oh, den man nicht mal sieht. Also es ist schon sehr, sehr dick. Und Lone Wolf and Cubs hatte ich Startschwierigkeiten mit, weil ich es irgendwie immer ein bisschen mit Vagabond vergleiche. Oh Gott, das ist schwer. Und da kommt halt irgendwie nicht so ein Manga hin für mich und Band 2 hat mir dann deutlich besser gefallen, weshalb ich die Reihe auch nicht abbrechen wollte. Aber wie gesagt, ich bestelle ja meine Manga im Vorhinein und da hatte ich Band 2 noch nicht gelesen und ich hatte Band 3 schon bestellt und dachte, bevor ich jetzt Band 4 bestelle, muss ich Band 2 lesen. Aber wenn ich jetzt hier jeweils 32 Euro ausgebe für was, was mir dann vielleicht gar nicht gefällt, das wäre ja total hirnrissig irgendwie ein bisschen. Wo lege ich den jetzt hin? Ne, ich lege ihn jetzt vor mich, weil sonst fliegt alles runter. Dann ein Highlight, das zum Glück bestimmt nicht kaputt ist, weil es eingeschweißt ist. Es ist der zweite Band von MPD Psycho von Hayabusa, müsste das sein. Und es ist ein Thriller-Manga, da darf ich hinten schon mal nichts zeigen. Von vorne das Cover ist auch richtig cool. Es ist eine wunderschöne Aufmachung. Es ist halt auch wirklich hart, kostet 20 Euro. Ist für mich gerecht, wird es empfohlen ab 18. Das ist auch unten schon offen. Ah. Ich werde auf jeden Fall viel, viel erzählen darüber in meinem Gelesen-Update, wie es mir gefallen hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den zweiten Band, was uns da alles erwartet. Es wird auf jeden Fall großartig, das ist mir schon bewusst, weil Hayabusa einfach nur meiner Meinung nach momentan total meinen Geschmack trifft von den Titeln. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Und zu guter Letzt haben wir auch ein Schätzchen, das ich auch, upsala, ich habe damals die Edition, als es rauskam, die Metal Edition, habe ich damals nicht gekauft. Fullmetal Alchemist, der zweite Band, hier in dieser normalen Ultra Edition, Ultra Ultra, für 10 Euro. Die ist hier auch ein bisschen, also der ist nicht so hübsch. Also der Manga ist hübsch, aber sieht man das da oben? Der ist hier so. Ach, wo muss ich denn hindrehen? Hier, der ist. Ja. Gott, das mache ich hier selber gerade eine Ecke rein. Aber dann bin ich selber schuld. Ich liebe Fullmetal Alchemist vom Anime her, deswegen musste der Manga sein. Ich würde sagen, das war's. War lang genug. Waren genug Manga. Dementsprechend Paket ist leer. Ich bin glücklich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das Setting ist vielleicht alles ein bisschen noch chaotisch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Ein Like könnt ihr geben, wenn ihr wollt. Würde ich mich sehr freuen. Aber Kommentare sind so cool. Ich liebe es, mit euch zu interagieren. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.